Der Immo-Coach. Das Maklerhonorar bzw. die Maklerprovision. Wie Sie ja bereits mitbekommen haben, konnte nach der alten Regelung bis Juni 2015 der Vermieter zwar einen Makler beauftragen, aber die Provision in Höhe von bis zu 2,38 Kaltmieten auf den Mieter umwälzen. Und seit Juni 2015 wurde auf Grundlage von gesetzlichen Änderungen das Bestellerprinzip auch eingeführt. Dieser besagt, dass zukünftig immer derjenige, der den Makler auch beauftragt, sein Honorar bezahlen muss. Demnach kommen nach der neuen Regelung überwiegend nicht mehr die Mieter, sondern Vermieter für das Maklerhonorar somit auch auf. Und hier die Höhe der Provision bzw. des Maklerhonorars. Das Wohnungsvermittlungsgesetz gab bisher als Obergrenze für die vom Mieter zu entrichtende Provision 2 Netto-Kaltmieten plus Mehrwertsteuer vor, also insgesamt 2,38 Monatsmieten. Diese Höhe gilt noch immer für die Mieter, sofern der suchende Mieter den Makler mit einem Suchauftrag beauftragt hat und der Makler diesem eine Immobilie auch vermittelt, welchen er nicht bereits im Auftrag hatte, also somit eben auch exklusiv für den Mieter neu beschafft hat. Bei Vermietern gilt diese Begrenzung der Provisionshöhe nicht, denn dieser kann künftig zwischen Vermieter und Makler auch frei verhandelt bzw. vereinbart werden. In der Praxis hat sich allerdings die Vereinbarung auf 2,38 Kaltmonatsmieten bis auf einige Ausnahmen eingependelt. Allerdings sind auch Ausnahmen am Markt zu beobachten. Es gibt bereits einige Makler, die beim Vermittlungsauftrag individuelle Leistungspakete mit differenzierten Provisionssätzen schnüren, die zum Beispiel lauten Light, Standard oder auch Premium oder auch Super VIP Premium. Pauschalangebote mit einem Festpreis, zum Beispiel für 1.000 Euro inklusive Mehrwertsteuer, unabhängig vom Mietpreis, sind am Markt auch schon gesichtet worden. Und wiederum andere machen es vom Volumen der wiederkehrenden Aufträge ab. Und hier kommen zum Beispiel Großvermieter in Frage, die regelmäßig, ich sag mal so ab 5 Immobilien monatlich, Immobilien zu vermieten haben und dafür eben auch exklusiv einen Makler beauftragen. Hier sind die Provisionssätze von 1,19, 1,48, 1,79 und das eben Ihnen bekannte 2,38 Kaltmonatsmieten inklusive Mehrwertsteuer zu beobachten. Und bei schwer zu vermietenden Wohnungen oder eben auch Wohnungen mit einer geringen Miete kann das Maklerhonorar auch entsprechend höher ausfallen. Und hier sind auch 3 bis 5 Kaltmonatsmieten möglich. Und dies begründet sich in der Tatsache, dass der Aufwand hier ein wesentlich höherer ist als im Gegensatz zu den vermeintlich leicht zu vermietenden Immobilien. Über diese Vorteile eines Maklers bei Ihrer Mietersuche sollten Sie vielleicht nochmal nachdenken. Der Makler bietet ständige Erreichbarkeit, eben auch für die Mietinteressenten, und übernimmt alle Besichtigungstermine. Und dies bedeutet eine enorme Zeitersparnis für Sie. Der Makler prüft die Bonität von Mietinteressenten, eben auch zu Ihrem Schutz. Der Makler hat Fachwissen im Mietrecht und sorgt eben auch für sichere Mietverträge. Der Makler ist Ihr verlängerter Arm, der Ihnen eben auch den Rücken frei hält. Das Maklerhonorar können Sie steuerlich absetzen. Das Maklerhonorar fällt auch somit nur im Erfolgsfall an. Und mit dem Maklerhonorar können Sie fest planen und die Kosten der eigenen Vermarktung sind eher unkalkulierbar und so weiter etc. pp. Hallo, hat Ihnen dieses Infovideo gefallen? Möchten Sie noch mehr zum Thema Immobilien wissen? Dann abonnieren Sie doch gerne diesen Kanal. Oder Sie haben gegebenenfalls weitere Fragen zum Thema Immobilien oder möchten sich intensiver mit der Materie Immobilien beschäftigen. Dann lade ich auch Sie herzlich zur ersten und größten Online-Akademie für private Immobilieneigentümer, die ihre Immobilie selbst verkaufen oder vermieten möchten, auch ein. Die Online-Akademie beinhaltet unterstützende Seminare, anschauliche Videos, sämtliche hilfreichen Ratgeber, Leitfäden, Tipps, Infos und Vorlagen zu den Themen Verkauf und Vermietung von Immobilien. In verständlicher Sprache erkläre ich hier, wie man sich selbst vorbereitet, um effektiv und zum besten Ergebnis die eigene Immobilie erfolgreich vermittelt. Für mehr Informationen gehen Sie bitte auch auf die Website www.der-immocoach.de. Ich würde mich freuen, auch Sie auf der Online-Akademie willkommen zu heißen. Mein Name ist Hakan Zitag und ich bin der Gründer der Online-Akademie, der Immo-Coach. Der Immo-Coach.